Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück im Forstprojekt auf den Kipphäuser zusammen mit den öligen Tino. Ich bin nicht ölig, ich bin nölig. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Was? Also? Ja. Ölig wäre ich, wenn ich mir Öl auf Olaf kaufen würde. Öl auf Olaf. Öl auf Olaf. Ach, den hat er angenommen. Die drin sind, die nimmt er. Ist er wieder, hat er wieder aufgehört, ne? Da auch nicht produziert, der Idiot. Also dass das Ding Diesel einfach hier wahrscheinlich ins Erdreich laufen lässt, weil der Tankenloch hat. Warum tust du es jetzt wieder raus? Warum machst du die Schaufel nicht mal so, dass du vielleicht noch lenken kannst, du Bob? Nee, mach's doch mal höher! Oh, nee. Ich kann da nicht mehr zusehen. Ich will nicht mehr. Es ist Nacht. Na, Nacht schläft man, da arbeitet man nicht. Also nicht nachts, Abend. Es ist 21.43 Uhr. Ist nicht Abend, das ist schon fast eine Nacht. Normale Menschen schlafen da schon. Unter der Woche. Also, oder machen sich zumindest Bett fertig. Hm. Was ist so? Ma, da, da, könnte ich jetzt die ganze Zeit machen, ey. Ich könnte mich jetzt hier auf den Boden schmeißen und könnte strampeln und schreien. Boah, ne. Ne, nicht so mal nicht übel, aber. Ach, echt mit diesem Motz hier, es geht denn so auf den Sack alles. So, viel Spaß mit deinem Kackhäcksler. Das Beste ist wirklich, dass du dir den mobilen Häcksler kaufst, hinstellst und Spaß hast. Alles andere kannst du in die Tonne kloppen hier. Von dem Mods her. Der funktioniert ja wenigstens. Der Beast, so. Ja. Der funktioniert wenigstens. Aber der kostet halt auch 800.000. Das ist ja wie das nächste. Entweder man schreibt ihn sich billiger oder, also man schreibt eben die Datei um, macht ihn billiger oder man spart halt 800.000. Und wenn man aber so ist wie wir, die gerne 800.000 sparen würden, gut, Randy ist ein Cheater, ne, das wissen wir ja, aber die hat gerne 800.000 sparen würden und dann, wenn man ja mit irgendwas anderem Geld verdient, denkt man sich, hey, kauft man sich erstmal mobil und macht da ein bisschen Kohle, kannst du vergessen, sinnlos, hast nur Ärger mit dem Scheiß. Alles Kacke außer Mutti. Ach, du Kackfelsen, gehst jetzt auch mal weg hier und ärgerst mich schon ständig. Ach, ich hätte da jetzt gerade ausfahren müssen, okay. Ah, Randy, deine Reifenspuren sind auch sehr interessant, hier. Welche? Na, wo du hier hinten lang gefahren bist, da ging auch die Reifenspur mal so in den Felsen rein, dann kam sie wieder raus aus dem Felsen. Ach so, ja. Mann, ey. Darf mir auch keiner übel nehmen, dass ich hier nebenbei Shakes and Fidgets spiele. Ey, oh, die Scheiße, ey. Nee, ist ja nicht, aber, naja, wisst schon, wie ich es meine, ne? Also, wir müssen unbedingt neue Karte machen. Wir müssen ja forsttechnisch, müssen wir das Ganze mal ein bisschen vorantreiben. Das geht doch so alles nicht. Da muss doch mal was passieren, ey. Muss doch mal einen geben, der sagt, hey, komm, ich setz mich mal ran. Ich mach mal coole Gebäude und so, mit bisschen Funktion. Irgendein Gebäude, Papierfabrik. Man kann so viel machen, ey, mit Forst, mit Holz, ne? Mit Holz jetzt explizit. Kann man echt so viel Zeug machen. Ne, was wird alles aus Holz hergestellt? Ist doch überall ist Holz. Huch, hier muss rein. Sägewerk und dann Bretter draus machen. Kann Möbel draus machen. Furnier oder was weiß ich. Und Zellstoff kann man draus machen aus Holz. Ja. Und solche Sachen eben, ne? Gibt's Taufend der Varianten. Da muss doch mal möglich sein, hier mal ein bisschen was einzubauen, ey. Mann, ey. Ich würde gerne mal die Holzabladestation auf der Hof Bergmann benutzen, wenn ich ehrlich bin. Das würde mich echt mal interessieren, wie das funktioniert. Wieder falsch. Ich fahre immer hier hinten lang. Ich bin halt aggressiv. Ach, Mann. Randy sagt wie immer gar nichts dazu. Ich kann das ja immer nur bestätigen und das habe ich bis jetzt getan. Außerdem mache ich fix ja gerade was fertig. Was denn? Eine neue Map? Ich... Ech,
Nee, ich zersäge die Baumstämme nochmal im Häcksler und dann funktioniert's. Verständlicherweise. Das ist dämlich. Boah, nee. Ja, also nochmal die Hälfte durch, also 0,5 Meter. Ist das dumm. Dann ploppen die weg und dann sind die drinnen. Und dann arbeitet er wieder. Kenn ich ja nur. So, jetzt spiele ich aber nicht mehr. Müssen wir das eine noch schnell machen. Nee, 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 Mutter. Das geht so nicht weiter. Wir müssen echt mal schauen, dass wir da was Neues finden. Also Leute, wie nochmal wirklich der Appell an euch, wenn ihr da irgendwas habt oder so, wenn ihr Map-Vorschläge habt oder irgendwie, keine Ahnung, whatever, irgendwas, was man einbauen könnte, dann echt schickt uns, schreibt es in die Kommentare, wenn es geht ohne Link, weil sonst landet es im Spam, einfach wie es heißt. Und dann wäre das echt cool. Dann könnten wir damit schon ein bisschen was anstellen. Es wäre auch schade, wenn Forst dann hier halt, ne, eben ausgeforstet ist. Ausgeforstet. Ausgeforstet. Da. Ja. Nun hast du alle zerschnitten nochmal. Ja. Fein säuberlich, so ein Außer Blödsinn. Welche, die sich da hinten reingerutscht sind, da komm ich selbst mit der Säge nicht mehr dran. Das ist doch prima, ist es doch. So. Wieder leer, hat er alles schön zerkaut. Geht gar nicht. Aber sinnlos. Hm. Oh, und jetzt leckt's hier oben noch richtig schön. Bäm, in das Häusel reingekracht mit dem LKW. Oh, schon wieder voll. Was, schon alle? Nee. Was, schon alle? Was ist alle? Jetzt wäre es 3700. Warum fällt dann die nicht hier rein? Der Trigger ist oben ein bisschen vertrickst. Ver was? Boah, vertrickst. Was? Vertrickst. Aha. Hier ist auch noch ein Baumstamm da hinten in der Ecke. Lass mich liegen. Immer bitte hier abfahren. Warte. Muss hier bei laufendem Betrieb muss hier den Häcksler reinkriechen, ey. Muss die Baumstänge mit zersägen, dass er es erkennt. Ah ja. Nein, 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 nein. Das kann doch so nicht weitergehen. Grün ist er ja, ne? Ja. Okay. Produziert auch immer so schubweise, ne?
aber halt, was ist schubweise, aber auch teilweise kontinuierlich halt, also nicht alles mit dem, wie der jetzt hier. Der macht ja wirklich, ich war jetzt 100%, der hat ja trotzdem weitergearbeitet. Dann habe ich es rausgenommen, auf jeden Fall zack, waren wir da 100% drin. Jetzt hat er aber komischerweise noch 5000 Brennstoff drin, ne? Ja gut, hat halt nur 3000 gesoffen. Ja, wie sagen von 8000 verbraucht? Ist das vorglühen oder was? Das warm laufen lassen? Ja. Die Bude. Kann es sein, dass jetzt auch mal ein Zug kommt, dann ist das Ding lang gezutscht. Mach mal jetzt mal ohne Scheiß. Das ist eine gute Frage. Die Karre steht, so mehr oder weniger. Alles steht, alles ist. Ich chill jetzt hier in der Schaufel. So. Ich setz mich hier in die Schaufel und sauf ein Bier. So, Ende im Gelände. So. Kann man auch machen. Klar kann man es machen. Genieße jetzt hier die Aussicht. 10:30, ey. Mach ich nicht mehr. Kuckuck. 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 Siehst du das? Kuckuck. Nö. Nee. Kuckuck. Bin ich bei dir geduckt hier? Ja. Weg, zweite Schaufel. Nee. Dicke wieder noch, ey. Nach vorne jetzt umkippen. Hockt hin, Mann. Rumgestanden wird hier nicht. Du stehst doch und die Hocke gehen, die Animation gibt's nicht. Oh, die gibt's wieder nicht. Warum soll man so nicht mal fixen? Die gab's noch nie. Naja, ich sag ja, warum soll man so nicht mal fixen? Ja, Blödsinn. Haha. Ah ja, ihr seht schon, Leute, es macht keinen Sinn. Wir fangen jetzt nur noch an, Scheiße hier zu machen, irgendwelchen Blödsinn. Aber ist auch mal lustig. So. So, hast du schönen Ausblick? Wahnsinn. Ich wollte so weit, wie die Sichtweite geht. Huch. Bin ein bisschen angenascht vom ersten Bier. Oh, hier ist auch wirklich schön. Oh, ich stehe auf dir. Schön. Oh. Nur Holz. Holz und Wald. So, was bist du machen? Und Bäume, die anders aussehen. Huch. Ja, aber ich würde sagen, Leute, da wir jetzt eh nicht mehr wissen, was wir machen sollen, sowieso über Mapwechsel nachdenken und mal schauen, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ich würde sagen, halt, was zum Freitag einfach mal ein bisschen kürzer, oder? Weil sonst jetzt hier noch anreisen. Was willst du jetzt hier noch anreisen? Wir können anfangen, Bäume zu fällen, das ist. Keine Ahnung, du. Kannst ja noch eine schöne Geschichte erzählen. Vielleicht noch eine Weisheit mit ins Wochenende geben. Eine Weisheit mit ins Wochenende nehmen? Na gut, es ist ja dieses Wochenende der vierte. Advent, das heißt, nächste Woche ist Weihnachten. Eine Weisheit. Tu den Verkäufern was Gutes. Kauft nicht erst kurz vor Weihnachten ein. Das ist jetzt deine Weisheit fürs Wochenende? Was weiß ich, nur wer klug überlegt und weiß, einkauft. Was weiß ich, beschützt das weiße Reh an der Kasse. Ja, Weisheit. So, in dem Sinne. Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei Tino vorbeischauen und überraschen lassen, was nächste Woche kommt. In dem Sinne, ciao, ciao. Tschüss, Leute.